Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Minecraft Captive Folge 7. Wir haben letztes Mal uns oben ein Häuschen gebaut und sind dann hier runter. Da ist die Border. Und sind dann hier runtergekommen. Irgendwo habe ich eine Spitzhacke. Und wollen hier weiter nach unten graben. Machen wir mal hier hin, Cobblestone. Und das werden wir jetzt machen. Wir müssen ja nicht nach unten, wir brauchen Gold. Oder Diamanten? Ne, ich glaube sogar Diamanten. Kohle nehmen wir natürlich auch mit. Da gibt es recht viel Kohle, alter Falter. Das freut mich. Da hätte es hätte noch mehr, aber hätte Fahrradkette, nicht wahr? So. Gut, wir rammen uns jetzt hier weiter nach unten. Es sind immer noch relativ hoch, glaube ich. 148. Das kann gar nicht sein. Ich verstehe das nicht, weshalb wir so hoch gespawnt sind. Oh, ich glaube, das ist Lava. Ich glaube, das ist Lava. Müssen wir nur aufpassen. Da ist eine Kiste. Nein. Jetzt habe ich die falsch platziert. Die Cobblestone Block. Und der ist weg. Ach, Kacke, Alter. Iron Ore. Ich hoffe mal, hier kommen keine Gold Nugget Music Disc. Play. Nehmen wir mit, ja. Wir wollen das jetzt auch gerne hier nicht verschwenden. Ich hätte aber gern hier eine Spitzhacke. Eisen. Ist gut, wenn hier Lava ist, dann sparen wir uns den Fackelbaum. Das finde ich klasse. Lol, ist da eine Kiste eingebaut? Ja. Lol. Warum ist die Kiste eingebaut? Pumpkin Pie. Pie. Warum ist die Kiste eingebaut? Da wird man ja nie hinkommen, theoretisch. Außer man baut das Eisen ab. Oh, Skelettbogen. Au! Ey, du warst ja gar nicht da. Ja, müssen wir aufpassen. Ich glaube, wir sollten mal was essen. Damit wir wieder ein bisschen recken. Da hat es noch ein bisschen Eisen. Das will ich natürlich noch mitnehmen. Oh, da steht noch mal einer. Warum? Ah, ich kann das sogar hoch. Warum haut er mich nicht? Oh nein! Ah, spring hoch! Oh, warum sind die... Aber warum sind die nicht hier... Warum sind die hier nicht durchgekommen? Sind die doof? Die hätten doch...
Die hätten doch durchgehen können und mich killen. Hallo. Oh, fuck, 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 fuck. Wir wollen jetzt eigentlich nicht sterben. Das ist nicht unser Plan. Ich mache hier mal einen Fluchtweg weiter. Klar, und dann renne ich da runter und zack, hänge ich in der Lava. Ich sehe es schon kommen. Ja, wenn das Höhlensystem hier noch größer ist, dann kann dann natürlich sein, dass da noch ein paar Zombies rumrennen. Gut. Jo. Klar. Und da geht's noch weiter mit Lava. Und da ist noch Eisen. Hallo? Ich will da Blöcke platzieren. Vor allem müssen wir ja noch weiter runter. So. Dann können wir die zwei wegmachen. Das Problem ist, wir haben noch Bruchstein, Cobblestone. Sogenannten Cobblestone haben wir noch. Boah, lucky, dass das Eisen da nach oben gekommen ist. Sonst hätten wir das verloren. Da wollen wir eigentlich nicht lang. Wir gehen in diese Richtung. Oh, noch mehr Lava. Was soll denn das? Was soll denn das? Lava ist doch doof. Müssen wir uns durch die Lava kämpfen? Warum ist da jetzt noch ein? Hat nur ein bisschen gebraucht. Oh, jetzt wäre ein Wassereimer cool. Bleibt es da? Oh oh. Nein. Okay. Survived. Oh, noch mehr Lava. So, aber ich glaube, jetzt habe ich's. Kohle, wie gesagt, nehmen wir mit. Kann man nie genug haben. Wir müssen uns auch gleich nochmal Fackeln machen. Hier aufpassen, da ist Lava. Und das Eisen. Da ist schon wieder Lava. Gut, dann lassen wir die in Ruhe. Dann lassen wir das Eisen hier. Und machen uns weiter auf den Weg nach unten. Weil wir haben noch einen langen Weg vor uns. Bis gleich.
Dammit, Alter! Was geht denn hier ab, bitte? Lauter Zombies? Ich wollte doch bloß in die Kiste hier gucken. Apfel. Apfel und Clay. Manometer, hä? Das war ganz knapp am Tod vorbei. Stufen wollte ich auch noch gleich machen, weil ich möchte hier ja wieder Stufen anbringen. Dann haben wir es einfach beim Hochlaufen. So, ja, da ist eine Kiste, da kommen wir aber noch nicht dran. Also graben wir uns weiter nach unten. Ich hoffe, dass ich hier für den Moment genug ausgeleuchtet habe. Kohle haben wir jetzt auch wirklich schon genug. Was ist das? Diorite. Ne, Diorite. Diorite kann man schön mitbauen. Wow, was ist das? Was ist das denn bitte? Nochmal so ein Raum? Was ist das? Smooth Andesit. Kann ich da dran bauen? Ja. Was ist das? Stehen ja Winterwall. Der Winterwall ist locked. Was muss ich hier machen? Ui. Cooler Raum auf jeden Fall. Aber ja, was mache ich hier nur? Kann ich hier noch was, kann ich auch drauf bauen. Hm. Seltsam, jetzt müssen wir den schönen Raum hier kaputt machen, damit wir unseren Weg bilden können. Also ich dachte nicht, dass da noch mal irgendwo irgendwelche Gebäude sind oder was auch immer das sein soll. War das jetzt der richtige? Ja. Ich finde es interessant, Jedes Mal kommt noch irgendwas Neues dazu. Ja. Überraschung ohne Ende. Das macht das ganze Projekt ein bisschen spannender. 17 Eisen. Das ist okay. So, den Crafting Table nehmen wir natürlich auch mit. Wir gehen jetzt einfach mal nach oben. Wir haben eigentlich guten Zeug erbeutet gerade. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen, bis wir ganz unten sind. Aber wir können dann schon mal eine Rüstung machen, unser Zeug. Das ist ja auch schon was wert. Und vielleicht gucken wir oben auch nochmal nach dem Essen. Müssen wir natürlich hier überall den Gang nochmal erweitern.
Scheiße, Alter. Haben wir hier die Lava angebohrt? Müssen wir erstmal gucken, dass wir die Lava da so weit wegkriegen. Das waren die falschen. Egal. So ist schon mal gut. Da ist keine Lava mehr. Also, dann haben wir es doch schon geschafft. Ich dachte, es wird schwieriger. Oh, Manometer. So, weiter geht der Treppenbau. Oh Leute, ich glaube, ich spinne. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Ein Monster-Spawner. Wir haben wirklich einen Monster-Spawner entdeckt. Das ist eine geile XP-Farm. Oh, aber den Creeper will ich da nicht haben. Weil wenn der Creeper auf uns so... Wow. Boah, das wird nächste Folge. Mal ein Projekt hier. Da einzudringen. Auf jeden Fall sehr geil. Wir stellen hier jetzt schon mal... Moment, wir machen hier noch ein bisschen Platz. Eigentlich wollte ich bloß ein bisschen Cobblestone. Nein! Dings dahin. Eigentlich wollte ich hier bloß ein bisschen Cobblestone farmen, damit ich weiterbauen kann. Ja, Cobblestone haben wir auch gefarmt, damit ich hier die Treppe weiterbauen kann. Also, wie gesagt, wir werden uns den... Spitzhacke. Wir behalten uns im Hinterkopf, dass hier ein Monster-Spawner ist. Das wird später interessant, wenn wir uns Verzauberungen machen. Müssen wir vielleicht auch machen. Ich weiß ja nicht, ob das ein Achievement ist. Aber wenn es eins ist, dann können wir hier super Verzauberungen machen. Aber wir müssen ja auch mit dem Enderdrachen kämpfen und sonstiges. Also spätestens dafür brauchen wir dann Verzauberungen. Weil ich glaube, ohne Verzauberung wird es schwierig, den Enderdrachen zu besiegen. So. Ah, jetzt sind wir gleich schon wieder oben. So. Jawollo. Jawollo. Also, diese Folge war sehr interessant. Wir haben... Mal kurz hier rein. Wir haben zwei wie heißen die Sachen denn? Goldcoins. Wir haben eine zweite Kammer gefunden unten. Das finde ich schon sehr interessant. Und ja. Und wir haben die Monsterfalle gefunden. Den Monster-Spawner. Der wird natürlich auch noch sehr interessant für uns werden. Wir können uns jetzt mal schon mal einen Helm machen. Und eine Brustplatte. Das sieht ja cool aus. Das ist so eine Mittelalter-Rüstung. Hat das auch so einen Skin? Nee, der ist ganz normal Vanilla.
So, aber liebe Leute, das war's von der heutigen Folge Minecraft Creative Folge 7. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.